Der Finn macht Demi-Cut aus der Slowakei. Hallo zusammen. Letzte Woche hat der Finn die Slowakei gezogen. Darum machen wir heute eine herzhafte Suppe, Demi-Cut. Gibt natürlich auch viel anderes Gutes, wie überall auf der Welt davon. Zuerst zieht der Finn aber das Land für nächste Woche. Was? Und was haben wir? Tschad. Okay. Für unsere Weinsuppe brauchen wir 600 Gramm festkochende Herdöpfel. Die dürfen wir waschen, schälen und in kleine Würfel schneiden. Dann eine Zwiebeln in Streifen. Und ein bisschen Schnittlauch geschnitten. Nicht rein. 250 Gramm Feta in Würfel geschnitten. 550 ml, muss ich es umdrehen, dass man es sieht. Ja. Kalbsfond oder Rindsfond. Ja. 200 Gramm Speck. Ein bisschen dickere Scheiben geschnitten. Wir nehmen grünen Speck, wir können aber auch geräuchte nehmen. Wer kein Schwein ist, kann hier ganz gut auch Kalbsbacon nehmen. Dann 3 Knoblauchzehen in Scheiben geschnitten. 1 Zwiebeln gehackt. Gramm Creme Fraiche. 150 ml Vollrahm. 200 ml Wasser. Und zum Würzen nehmen wir Schiesspulver von günstig Gewürz, alternativ Salz und Pfeffer. Dann erhitzen wir einen Topf oder eine Pfanne ohne Fett und dann den Speck drinnen anbröteln. Dann nehmen wir etwa einen Viertel vom Speck raus und tun auch auf die Seite. Dann tun wir die gehackten Zwiebeln und den Knoblauch dazu und tun die schnell ein bisschen mitdünsten. Dann tun wir das Wasser und den Fond rein. Das Ganze schnell aufkochen. Wenn es köchelt, geben wir die Herdöpfel dazu. Und lassen das Ganze bei mittlerer Stufe 15 bis 20 Minuten köcheln. Bis die Herdöpfel weich sind. Wenn wir so weit sind, nehmen wir den Feta rein. Immer ganz runter, so. Ja. Einmal durchrühren. Und dann nehmen wir es mit dem Stabmixer pürieren. Wenn wir es in so einem schönen Topf haben, nehmen wir es zuerst umleeren zum Pürieren. Wenn es püriert ist, zurück in die Pfanne. Der Rahm und Creme Fraiche rein. Dann würzen, wie gesagt, wir nehmen Schiesspulver von Bünzli Gewürz. Alternativ mit Salz und Pfeffer. Dann schön rühren und einfach noch heiß werden. Dann kühlen wir die Suppentauer ab. Ein bisschen vom Speck, den wir auf die Seite hier haben, als Garnitur drauf. Ein bisschen rohe Zwiebeln, nicht so viel. So, ja, ein bisschen rohe Zwiebeln. Und ein bisschen Schnittlauch. Und fertig ist unsere Suppe, unsere Demi-Cut. Wir wünschen einen guten Zusammen.